Phoebe! Hä? Sie hier? Wir haben versprochen, dass wir uns wiedersehen und jetzt ist es soweit. Ich habe auch gesagt, halte ich aus Ärger raus. Und das habe ich. Na gut, die meiste Zeit jedenfalls. Aber was macht sie hier? Warte mal kurz. Okay, ich habe von nichts eine Ahnung. Ich habe einen Charakter gemacht. Bei D&D Beyond. Und jetzt lasse ich mich überraschen. Welche Gattung? Also, beziehungsweise, also, es gibt ja bei Mittelalter D&D gibt es ja Paladin und so weiter, also Schurke, bla bla. Bei den anderen D&Ds gibt es das ja quasi nicht, also je nachdem, ob man mit Fantasy spielt oder nicht. Genau, aber jetzt erstmal, wie bist du hergekommen? Wie bist du überhaupt hergekommen, Phoebe? Tja, ich habe etwas Geld verdient bei Markus. Also hast du für die Überfahrt bezahlt? Nicht so ganz. Phoebe? Ich brauchte ja Geld für die Zeit nach meiner Ankunft hier. So eine Überfahrt ist teuer und ich wollte nicht noch länger warten. Also schlich ich auf ein Schiff. Keine Sorge, niemand weiß davon. Unglaublich, dass du es geschafft hast. Ich erinnere mich kaum noch an das Athen aus meiner frühen Kindheit. Aber ab und zu kommt mir irgendwas bekannt vor. Das mag ich. Nice. Es ist ein Paladin. Ah, cool. Der wird auf jeden Fall sehr, sehr krass am Schluss. dich hätte ich hier niemals erwartet, das stimmt. Ich fasse nicht, dass du hier bist. Ich auch nicht. Unglaublich, dass wir beide hier in Athen sind. Es ist ganz anders als auf Kephallenia. Aber was machst du denn hier? Ich helfe bei der Vorbereitung. Ich muss sicherstellen, dass du all deine Waffen hier lässt und das hier anziehst. Also arbeitest du quasi für Perikles? Nein, für Aspasia. Wer ist Aspasina? Aspasia. Hat sich cool angehört, also habe ich es genommen. Ja, also Paladin ist. Das war mein. Also beim letzten D&D von mir war ich ein Paladin-Mönch. Und habe ihn quasi eher wie ein Assassin gespielt. Das war auch ziemlich cool. Genau, warum arbeitest du für Aspasia? Und wer ist das nochmal? Wie kommt es, dass du für Aspasia arbeitest? Naja, es gab da so ein paar Probleme, nachdem ich in Athen angekommen war. Ich war sowas wie die Anführerin einer Waisenkinderbande, die Aspasia reinlegen wollte. Aber wir wussten nicht, wer sie war. Und du brachtest sie dazu, dich einzustellen? Nein, das war ihre Idee. Du hast Glück gehabt. Okay. Ich verstehe nicht, warum ich mich umziehen muss. So läuft das hier eben. Erst fühlt es sich komisch an, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell daran. Und meine Waffen? Keine Sorge, ich passe auf sie auf. Du willst denen doch keine Angst einjagen. Naja. Maybe. Ich bin bereit, reinzugehen. Ich schätze, ich wäre dann bereit. Bist du nicht? Also nicht so jedenfalls. Die Athener erwarten, dass du versuchst, dich anzupassen. Aber keine Angst, ich habe das Richtige für dich. Ich werde mich umziehen, ich werde mich nicht umziehen. Natürlich werden wir uns umziehen, hallo? Ich ziehe mich um. Passt du bitte hier auf meine Sachen auf? Klar, leg die Waffen einfach in die Ecke. Ich komme wieder, wenn du fertig bist. Bekomme ich ein Zimmer? Mich wirklich nicht wohl. Siehst du aus wie alle hier. Ja. Du sagst das, als wäre das was Gutes. Ist es. Wenn du willst, dass sie dich ernst nehmen, ist das der einfachste Weg. Vertrau mir. War das schon alles? Du bist bereit, reinzugehen. Keine Sorge, du hast Schlimmeres überstanden. Da fällt mir spontan kein Beispiel ein. Und ich kann wirklich nicht wenigstens eine Waffe mitnehmen? Keine Waffen. Und jetzt geh schon rein. Oh, und geh nicht, ohne dich zu verabschieden. Wie cool ist das denn? So. Oh, wie cool. Also die Narbe über der Schulter ist schon beachtlich.
Du bist gerade gekommen. Du kannst nicht gleich wieder gehen. Ja, ja. Chere Cassandra. Die mächtige Söldnerin und Reisende hat endlich ihren großen Auftritt. Und nur ganz leicht verspätet. Herodotos. Athener machen keinen Hehl daraus, wenn ich nicht willkommen bin. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Lass dich von der Gesellschaft hier bloß nicht einschüchtern. Sicher nicht. Herakles ist kein König. Er braucht die Liebe dieser Gäste, damit das Volk ihn auch liebt. Und sie wiederum brauchen Perikles. Das hast du mit ihnen allen gemeinsam. Glaubst du wirklich, dass diese Leute mir helfen? Das werden sie, wenn sie dir vertrauen. Richtig gekleidet bist du immerhin. Vertrauenswürdig aufzutreten ist das Wichtigste, wenn man Vertrauen gewinnen will. Nun denn, komm. Ich stelle dich den anderen Gästen vor. Sie sehen zwar nicht so aus, aber diese Gruppe trägt die Zukunft auf den spitzen Zungen ihrer Mitglieder. Ah, Sophokles und Euripides zum Beispiel. Zwei der hochgefeierten Dramatiker unserer Zeit. Niemand zieht so weite Kreise wie sie. Sie scheinen in einen intellektuellen Streit verwickelt zu sein, wie es ihre Art ist. Als Autor von Komödien! Ausgerechnet Komödien, Euripides! Komödien! Das sieht nicht sehr intellektuell aus. Ich habe von Sophokles gehört. Habe ich zwar nicht, aber... Ich hörte von Sophokles. In meinem Berufsfeld zahlt es sich aus, die reichsten und berühmtesten Männer zu kennen. Hermippos hat ebenfalls einige Komödien verfasst. Du solltest mehr trinken. Derzeit spricht man mehr über seine Gesinnung als seine Werke. Dagegen ist der Mann neben ihm, Protagoras, ein Sophist, dem ebenso viel Ruhm gebührt wie dem großen Sokrates persönlich. Ich bin überrascht, dass Sokrates hier ist. Sokrates ist nicht so toll. Ich bin überrascht. Sokrates einzuladen ist eine gute Art, allen den Abend zu versauen. Es überrascht mich, dass man ihn hier reinlässt. Ach, nimm Sokrates nicht ganz so ernst. Immerhin trägt er heute sogar Schuhe. Und der arme Tropf, der wie ein Affe gestikuliert, ist Thrasymachos. Wenn du aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass er und Sokrates dieselben Argumente vorbringen. Doch der Wind seiner Gesten macht ihn taub für die Stimmen seiner Kritiker. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Wo ist Perikles? Oh, er kommt nie zu seinen eigenen Feiern. Da fällt mir ein, dass ich seine Hilfe bei etwas brauche. Dieser Sokrates erscheint immer da, wo ich ihn nicht erwarte. Kriegerin, schütze mich vor seinem lieblichen Blick. Oh, Alkibiades, dies ist nicht die Zeit für Eifersucht, sondern Liebe. What the fuck? Sexy, wenn wie die... Ja. Nimm dir bitte Alkibiades nicht als Beispiel. Sei so gut und trink nicht zu viel. Also, sag mir, was hält eine Söldnerin wie du von einem Fest wie diesem? Ach, Alkibiades, der beste Charakter im Spiel. Echt? Okay, da bin ich mal gespannt. Alkibiades kommt mir interessant vor. Feiern sind nicht meine Spezialität. Ja, zwei sofort. Das wird sicher eine lange Nacht. Bei Feiern sollte man trinken, bis man kotzt und keine Gedichte vortragen. Diese Leute hier sind alle so sauber. Wenn diese Gäste nicht nach deinem Geschmack sind, dann konzentriere dich darauf, warum du überhaupt hier bist. Hab Dank, Herodotos. Nun, wenn du mich entschuldigst, Perikles ist hier irgendwo und ich muss ihn vorbereiten. Wenn er allein ist, sag ich ihm, was dein Bruder gesagt hat. Lass mich nicht... Oh, das ist süß. Du lässt mich allein mit diesen Leuten?
Du wirst es überstehen, versprochen. Entspann dich, unterhalte dich und versuche, deine Mutter zu finden. Oh, lass mich nicht allein. Okay. Ja, nice. Für mich ist lustig. Ich lache immer. Ja, ich bin mal echt gespannt. Okay. Beschaffe Informationen über Akiba. Okay, der scheint noch wichtig zu sein. Ja, komm und rede du mit diesem lästigen Luftabsonderer. Oh nein, das ist jetzt. Vielleicht später. Erkläre mir erst noch einmal deinen Standpunkt. Okay, ich immer weiter. Natürlich verwende ich Begriffe wie Krieg, Gott oder Anstand nur im Kontext des Beobachters. Okay, ich sehe, wie Soldaten kämpfen, doch hilft mir das zu begreifen, was Krieg wirklich bedeutet? Dich habe ich hier noch nie zuvor gesehen. Magst du mich vielleicht von dieser irrwitzigen Unterhaltung erlösen? Na gut. Ja, lass uns reden. Worüber denn? Bevor Protagoras das Thema wechselte, sprachen wir über den nächsten großen Anführer von Athen, Kleon. Oh, Kleon. Reden wir darüber, warum ich hier bin. Kleon ist ein Idiot. Ja, also Kleon ist kein Idiot, aber er ist auch nicht super. Also es gibt halt bessere als ihn. Dann reden wir mal darüber, warum ich hier bin. Lass uns das Thema wechseln. Ich suche nach jemandem. Einer Spartanerin. Spartanerin? Hoffentlich liegt sie tot in der Gosse. Und das wäre immer noch zu gut für sie. Ich frage mich, wenn du die Frau findest, selbst wenn du sie mit eigenen Augen siehst, könntest du sicher sein, dass sie wirklich existiert? Ach, das führt doch zu nichts. Vergesst es. Wenn du darüber nicht sprechen willst, worüber dann? Ist jemand wirklich da, wenn er da ist? Ich kenne all diese Personen. Geschichte war wohl nicht umsonst. Ja, cool. Ja. Warum hat Perikles euch eingeladen? Wenn du ein Freund Kleons bist, wieso lädt dich Perikles ein? Du bist nicht aus Athen, Fremde. Hier halten wir uns unsere Feinde nah. Okay. Warum ist Aspasia nicht hier? Kannst du dir da wirklich sicher sein? Ihre Anwesenheit zu beobachten garantiert nicht, dass sie hier ist. Meiner Meinung nach würde es zu ihr passen, im Schatten zu lauern, während wir hier im Licht stehen. Oh, sie ist ein bisschen verzweifelt gerade. Das war sehr sinnlos. Kehre. Oh, viel zu gut. Oh, ich finde das super. Ja, mit dem können wir reden. Ich vermute, du bist hier, um mich für meinen Kampf mit Euripides zu verhöhnen. Das war kein Kampf. Ich suche nach Hinweisen. Du bist ein reiches, arrogantes Arschloch. Nee, ich suche nach Hinweisen. Spar dir das. Ich suche nach Hinweisen, die mir helfen, eine Spartanerin zu finden. Eine Spartanerin in Athen? Klingt interessant. Doch wenn du erwartest, dass ich von anderen Menschen Notiz nehme, erwartest du zu viel. Sprich doch mal mit Euripides. Er ist die zweitweltgewandteste Person hier. Dieser pedikulöse, progenische, exophthalmische Morosow. Doch er redet nicht ohne Alkohol. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, das war klar. Ja, machen wir ihn betrunken. Also, wir füllen ihn ab und dann redet er? Das klingt eher nach einem Argiva als nach Athena. Beeindruckend, Fremde. Euripides stammt aus Argos.
Na schön. Wenn's sonst nichts bringt, der Feier würde es helfen. Du musst den richtigen Wein dafür wählen. In der Küche wirst du fündig. Gib Bescheid, wenn Euripides soweit ist, und ich kann ungesehen verschwinden. Woher kennst du Perikles? Ich schätze, du wolltest fragen, woher kennt Perikles dich? Ich bin der größte Dramatiker des Landes, Mentor des Euripides, Verehrer des Asklepios, Vater des Theaters und so weiter und so fort. Er fühlt sich sicher geehrt, dass du dich in seiner Küche versteckst. Die Sache mit Euripides lässt dich nicht los. Seid ihr wirklich nur Freunde? Ich bin nie nur irgendetwas Fremde. Doch ich gebe zu, Euripides und mich verbindet mehr als Brüderlichkeit. Warum er sich mit diesem Jüngling Aristophanes abgibt, das weiß nur er. Cassandra ist die Beste. Ich hole den Wein. Wunderbar. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, Aristophanes verträgt keinen süßen Wein. Ich sah, was er aus ihm macht, und es ist erschreckend belustigend. Es wäre keine echte Feier, wenn sich niemand übergibt. Ich sag Bescheid, ob dein Plan aufgeht. Gut. Außer diesem arroganten Schreiber verirren sich nicht viele Gäste hierher. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich komme wegen des trockenen Weins, ich komme wegen des lieblichen Weins. Oh komm, echt? Ich kenne mich ja mit Wein überhaupt nicht aus. Lieblich ist süß, oder? Dibi, Hilfe! Help, help, help! Hilfe! Ah. Warte, trocken? Nee, trocken ist doch mehr oder weniger. Ja, Dimi, was für ein, welcher von den beiden Weinen ist süß? Zwei. Okay, danke. Ich suche den lieblichen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus, ich habe viel zu tun, ja? Ja, du stehst doch nur rum. Danke, Dimi. Was machst du hier? Ein neues Gesicht in Perikles Gefolge. Das allein ist erstaunlich genug. Du musst meine Parodie auf Kleon gesehen haben. Ich nenne sie Oranger Affe. Sag an, was hält es davon? Nenn mich nicht S. Ich habe einen Namen. Hast du mich gerade S genannt? Pass auf, was du sagst, Athena. Es spricht und es ist streitlustig. Manchmal frage ich mich, ob es mein Schicksal ist, das einzig junge und schöne Wesen hier zu sein. Also, wie nennt man dich? Cassandra. Du siehst aber gar nicht aus wie eine Cassandra. Wie dem auch sei, ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh, bitte, stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen. Komm schnell, bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophokles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Warum hilfst du mir nicht zuerst? Ich sollte ein Trinkspiel spielen. Oder ihr solltet. Ich bin hier, um dich zu bedienen. Erstmal das da. Ich bin nur hier, weil ich nach jemandem suche. Und doch ließ es uns im Glauben, es wäre hier, um Wein auszuschenken. Bleiben wir doch erstmal dabei, oder? Du und Aristophanes seht beide durstig aus. Spielen wir ein Spiel. Eine Art Trinkspiel? Ah, wunderbare Idee. Euripides ist schweigsam, doch er lehnt keine Herausforderung ab. Nun, wenn du uns etwas Wein bringst, wäre ich nicht abgeneigt, diesem Jungspund zu zeigen, wie ein Argiver trinkt.
Warum redest du nicht mit Sophokles? Warum entschuldigst du dich nicht bei Sophokles? Er sollte sich bei dir entschuldigen. Sophokles ist ein Freund. Und ein guter Freund ist so gut wie eine ganze Familie. Er braucht lediglich Zeit, um sich von seinem Ausbruch zu erholen. Perikles hat euch alle aus einem Grund eingeladen. Entweder speisen wir hier und ehren Perikles, oder wir gehen zu Kleon. Doch Kleon hat den Charme eines typischen Politikers. Grässliche Stimme, kein Anstand und vulgäre Manieren. Dann fangen wir mal an mit dem Trinken. Bezirzen wir Dionysos. Na komm! Der Blick. Das schmeckt nach Jauche. Anfänger, zu meiner Zeit galt das als Nektar der Götter. Noch eine Runde. Wie die jetzt schon anfangen. Wie die jetzt nach ein Glas schon besoffen sind. Bereit für mehr? Diese Pisse kriege ich kaum runter. Euch zwei trinke ich doch locker unter den Tisch. Wo bleibt der Wein? Soll ich nachschenken? Dieser Wein ist furchtbar. Du, ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Flo? Warum? Sie verlor zwei Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort. Ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Dann gingen sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Ich betrinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ja, vielleicht. Hippokrates in Argos. Ich komme. Nice. Und Euripides? Ist der schon betrunken? Du kannst dein Versteck verlassen. Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor, mir zumindest meine Würde zu bewahren. Oder was davon übrig ist. Wenn du Perikles siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. Ja, cool.